wofür macht man denn irgendwas? Fürs Leben und nicht für irgendeinen Funktionalismus. Also das ist, das muss man fühlen. Ich weiß einfach, dass die Studenten am Bauhaus auch dieses Haus hier sozusagen als Studienobjekt benutzt haben. Die waren auf dem Dach, haben sich das angeguckt im Bau und so. Das richtige Maß, die richtige Öffnung, die richtige Form, die muss auch einfach gefühlt werden. Ich habe sehr lange gebraucht, um das Bauhaus in seiner ganzen Breite und Komplexität zu verstehen. Und das sind ja wirklich auch enorm unterschiedliche Bereiche, die dort zum ersten Mal innovativ entwickelt werden. Das Bauhaus, kann man sagen, leistete eine Art Erlösungsversprechen. Und ich denke, das ist es, was uns heute noch fasziniert, dass diese Lösungen tatsächlich erarbeitet und vorgelegt und produziert worden sind. Also mir war wichtig, dass wir bei der Neuauflage das Buch vor allem um Bilder vom Leben und von den Menschen am Bauhaus vermehrt haben. Dieses Bild habe ich auch sehr gerne. Da machen die Schüler offenbar einen Joke über den Kandinsky-Unterricht, bei dem Fahrräder und Leitern abgezeichnet werden mussten und die mussten dann stärker vereinfacht werden. Die Funktionen werden aus den Grundformen heraus entwickelt und fast überdeutlich artikuliert. Beispiele wären etwa die Metallgeräte von Marianne Brandt oder die Bauhauslampe von Wilhelm Wagenfeld. Sie hat tatsächlich mit dieser Bescheidenheit und diesem Demonstrationscharakter alle Moden überstanden. Das Bauhaus war eben nie nur funktional, sondern verwandelte diese Funktionen in Schönheit und Ästhetik. Mies hat nie das Wort Stil verwendet. Das kann man gar nicht sagen. Kann man auch nicht zum Bauhaus sagen. Der hat mal gesagt, Form ist nicht das Ziel, sondern das Ergebnis unserer Arbeit.